Herr Dietrich, es kam zu einem Vorfall in Wien-Hietzing. Was genau ist vorgefallen? Freunde und Bekannte haben seit einigen Tagen von einem befreundeten Ehepaar nichts mehr gehört und haben sich Sorgen gemacht und deshalb die Polizei verständigt. Polizisten haben dann über die Feuerwehr die Tür öffnen lassen und haben im Inneren die beiden leblosen Personen, also das Ehepaar, aufgefunden. Gibt es schon Hintergründe, warum das Ganze passiert ist? Nun, derzeitiger Ermittlungsstand ist, dass es sich vermutlich um Mord und Selbstmord handelt. Der 68-jährige Mann dürfte seine Gattin mit einem Messer getötet und dann sich selbst ebenfalls mit dem Messer getötet haben. Als Motiv gehen die Ermittler davon aus, dass psychische Probleme die Ursache waren. Vermutlich wirtschaftliche und auch partnerschaftliche Probleme haben schlussendlich zu dieser schrecklichen Tat geführt. Gibt es da auch Ermittlungen mit Verwandtschaft der Opfer? Nun, Ermittlungen werden geführt, das vom Landeskriminalamt Wien. Aktuell deuten aber keine Hinweise darauf hin, dass hier eine dritte Person involviert wäre. Und letzte Frage, wie viele Einsatzkräfte waren vor Ort? Vor Ort waren die Polizisten der Polizeiinspektion Leinzer Straße, die eben wegen Verdacht möglicherweise eines Unfalls oder dergleichen zur Wohnung gerufen worden sind. Zum Zeitpunkt des Einsatzes war natürlich nicht klar, dass es sich hier um Mord und Selbstmord handelt. Und als die Polizisten dann von der Feuerwehr die Tür öffnen ließen, waren sie dann in der Wohnung und haben das leblose Paar aufgefunden. Natürlich ist dann eine Maschinerie in Gang gesetzt worden, also Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Spurensicherer, aber auch die Tatortgruppe und natürlich andere Institutionen sind hinzugezogen worden. Und Sie haben gesagt, die Ermittlungen laufen noch. Die Ermittlungen laufen noch, auch eine Obduktion ist noch ausständig. Aktuell deutet jedoch nichts darauf hin, dass hier eine dritte Person anwesend gewesen wäre oder auch andere Spuren zu finden wären, die vom Tathergang etwas anderes deuten würden.